Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in der dritten Folge Retrospektive hier mit dem Watercave Crafter. Ja, ich habe wieder eine alte Welt rausgesucht, die ich irgendwann 2014 in der Version 1.7.10 generieren haben lassen, habe, tun, kann. Hört auf den Namen Sumpfhäuschen! Ja, Leute! Da hat er sich aber nochmal aus dem Wortverhaspler gerade rausgerettet. Ja, ich weiß auch nicht, was hier jetzt auf uns zukommt. Sumpfhäuschen kann schon mal sein, sieht aus wie Swampland, okay? Und hier gucken wir als erstes mal rein, wo geht's denn hier hin? Okay, hier ist einfach nur ein Crafting-Table drin. Oh, dem Crafting-Table zu Ehren hab's dann auch mein Häuschen. Ja, wir sehen hier ein bisschen Kuhzucht. Die Welt ist übrigens rein in Survival, das heißt, ich kann hier leider auch kein Survival, Creative anmachen. Das heißt, wir müssen alles wieder ablaufen. Und hier der obligatorische Pool, der darf nicht fehlen. Und man sieht auch schon hier, jawohl, das ist so geblieben bis heute. Das mache ich immer noch ganz gerne aus Sand, beziehungsweise aus Sandstein. Ja, innen drin, damals gab es noch kein Prismarin, deswegen hat man hier dann halt jetzt Cobblestone benutzt. Und ja, wie man sieht, das Schaf hier, das Schäfchen da, das findet das Pülelein hier auch ganz toll und planscht hier fröhlich drin rum. Ja, zwei Block tief sollte damals anscheinend ausreichend sein. Naja, kann ich mich noch dran erinnern, gibt es eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar hatte ich hier das Texture Pack Misa mit drauf. Und bei Misa sah das Wasser aber wirklich dermaßen milchig aus, von Natur aus schon. Und naja, im Swampland, da sah das noch furchtbarer aus. Ihr könnt euch das vorstellen, 1.7.10er Version mit Misa in der aktuellen Version, wie da das Wasser ausgesehen hat. Furchtbar, wie ob da einer Milch reingekippt hat. So, was haben wir denn hier? Zuckerrohr. Okay, also hier haben wir auch wieder so eine klassische Zuckerrohrfarm. Hier sehen wir so ein richtig schön kräftig grüner Bambus-Zuckerrohr. Weiß gar nicht, 1.7er? War da eigentlich schon Zuckerrohr oder hieß es da noch Bambus? Ich weiß es gar nicht. Die blaue Orchidee, die ist typisch. Okay. Was haben wir denn hier? Ach, und hier haben wir so einen schönen grabenden Abwasserkanal. Künstlich angelegt, der aus dem Haus im Prinzip... Ach nee, doch nicht. Ich dachte, der kommt jetzt aus dem Haus raus. Wäre da ganz witzig gewesen, aber dem ist nicht so. Was ist da unten noch? War da gerade was? Nee, das ist nur Strömung. Okay. Ja, was das jetzt so genau darstellen sollte, ich kann euch das nicht sagen, Leute. So, hier ist ein Acker. Weizen, okay. Ist irgendwie nicht neu nachgepflanzt, auch merkwürdig. Kürbisse, naja, das kennen wir. Das sieht ja alles noch recht, ja, auch wieder so ein bisschen industriemäßig, ne? So mit diesen Bögen hier zum Acker. Aber auch alles Murkelzeug, ja, das ist wirklich alles sehr, hier die Schafe, ja, Hühner, ja, schön Freilandhühner hier, die haben ja ordentlich Platz hier, das ist schick. Naja, das ist alles nicht weiter spektakulär, denke ich, was ist das hier noch? Ah ja, scheint die Karotte zu sein, ja, die kam erst später, und somit haben wir die Karotte. So, was gibt's denn hier Schönes, was ist das hier? Der Angelsteg, ach, schau an, schau mal, da haben wir hier, geangelt habe ich schon früher gerne. Hier der Angelsteg. Da hinten ist noch ein Häuschen. Was ist das denn? Das müssen wir uns nachher direkt mal angucken. Da weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Ich erinnere mich auch wirklich nur ganz dunkel an diese Map. Okay, hier geht's erstmal runter. Interessant. Oh. Aha. Okay. Boah, Leute, ihr, phänomenal. Schaut euch mal an, wie breit die... Okay, das habe ich mir irgendwie abgewöhnt, so eine breiten Stufen zu machen. Das sieht natürlich toll aus. Ja, wenn du wirklich so breit hast, ne, das ist schon ein bisschen von den Proportionen her, sieht das schon dufter aus. Und dann wirklich so einen richtig breiten Tunnel, also klar, ne, da hast du dann so Steinbruch und machst du gleichzeitig einen Tunnel. Oder könnt ihr euch vorstellen, mein Gott, was das für eine Arbeit ist, das alles, ja, deswegen bin ich da wahrscheinlich auch stehen geblieben, weil das würde ja, mein Gott, wie viele Stunden sitzt man dann da dran? Das ist ja verrückt. Ja, weil hier, guck mal, alles im, ja, Survival gemacht, ne? Naja, okay. So, dann schauen wir mal weiter, was es da noch Schönes zu entdecken gibt in dieser Welt. Ich glaube, die ist gar nicht ganz so groß. Also, ich kann mich jetzt gar nicht so richtig daran erinnern, wo ist hier eigentlich ein Kompass? Nee, aber eine Karte haben wir. Da können wir mal einen Blick drauf werfen. Okay, die ist ausgehöhlt schon. Wo sind wir? Wir sind da ziemlich in der Mitte. Okay, da ist so eine Insel mit einem Haus. Da ist ein Steg. Wo ist denn da ein Steg? Ja. Keine Ahnung.
Da hinten? Nee. Ja, also hier, irgendwie sind schon ein paar Tiere ausgebüxt irgendwie. Hier ist fröhliche... Ach, da ist ja das Haus. Komm, dann gehen wir mal ins Haus rein. Mal gucken, was da auf uns wartet. Wo ist denn der Eingang eigentlich? Der Eingang ist, glaube ich, hier... Ach, Pferdchen habe ich auch. Schaut mal. Nee, ist ja gar kein Eingang. Hallo, Pferde. Ja, prima. Also Pferde hatte ich damals auch schon gehabt. Okay, was ist das hier alles? Ja, müssen wir mal reingucken. So, wir gehen jetzt erstmal ins Haus rein. So, was haben wir denn da? Begrüßt uns erstmal ein Kaktus oder ein Zuckerrohr. Und hier geht's... Ach, hier geht's zum Pool. Ah, alles klar. Da geht's rein. Ja, sehr merkwürdig gebaut irgendwie das Ganze. Tretet ein, bringt Glück herein. So, hier gibt's ein paar Kisten. Da ist ein bisschen was drin. Okay. Ja, die Schienen sind da auch drin. Das heißt, ich habe anscheinend schon eine... gefunden, eine verlassene Mine. Was ist das denn? Da steht da drauf. Werkraum. Hier ist der Werkraum. Oh, sogar noch Kohle drin. Kleiner Werkraum. Okay. Okay, das ist eine Leiter. Da geht's nach oben. Ja, und hier ist leer. Okay, also da ist, hier sieht man schon, da ist jetzt nicht viel passiert. Auch wieder ringsrum. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Turm, ja? Oder so eine... Ja, wie kann man das... Was ist das? Das ist also nicht so ein Wohnhaus, sondern eigentlich mehr so ein Arbeitsraum, ja? So ein Lager halt, ja? Das passt schon ganz gut. Wenn es mal gewittert oder so, da kann man da reingehen. So, was ist das hier? Hier führt jetzt eine Straße lang. Da überall beleuchtet, okay. Hier rennen die Schweinchen rum. So, was gibt's denn hier Schönes? Oh, da steht ein Minecart rum und Schienen, interessant. So, Hühnereierladen-Freilandhaltung. Ja, hab ich fast gedacht hier. Okay, da sind ein paar Eier drin. Hallo Schaf, was ist hier? Zuckerrohrhaus, was? Nee, Zuckerhaus, so, Zucker. Oh, das Zuckerhaus. Das Zuckerhaus ist leer, ist alles ausverkauft, der Zucker. Ja, und was ist da hinten? Da war da noch ein Gebäude. Hier ist noch ein Gebäude. Steinladen. Okay, hier gibt es ein bisschen mehr Platz. Oh, da gibt es ja jede Menge Cobblestone. Erde und okay, ja. Oh, schön. So, jetzt wollen wir mal gucken hier, wo geht's denn da überall lang hier? Das ist ja interessant. Hier, was ist das hier? Wo geht's da lang? Hier ist ja nirgendwo ein Wegweiser. Es ist einfach nur die Straße ins Nirgendwo oder was? Keine Ahnung. Also kann ich mich auch gar nicht dran erinnern, was ich hier eigentlich gemacht habe. Warum hier, vor allen Dingen hier mitten damit die Bäume oder was ist denn da los? Also, ich hüpfe hier mal eben lang. Mal gucken, wo das hinführt. Bin ich absolut... Also ich erinnere mich wirklich, also an die anderen Welten, die wir bisher hatten, die anderen beiden, an die habe ich mich ja noch recht gut erinnern können. An diese hier erinnere ich mich kaum. Also ich weiß gar nicht, wie viele Tage ich eigentlich in dieser Map hier gespielt habe. Ich weiß nicht gar nicht auch, was hier so die Ideen waren mit dem Bauen. Vielleicht wollte ich mal im Sumpfwald bauen. Hier hört das auf einmal auf. Ja, also hier ist irgendwie... Ja. Da sieht man auch nichts, also das heißt, hier ist einfach das Nirgendwo. Also können wir wieder zurückgehen, da scheint nichts mehr zu sein. Wer weiß, ob ich in dieser Welt auch hier als Nomade unterwegs war. Ich kann mich nur so daran erinnern, dass ich 2014, so, na, ja, so ich sag mal, ab nach dem Sommer, ja, Sommer war ich ja so ein bisschen, ja, noch aktiver. Und 2014 zumindest, ich hatte ja meine Auszeit 2015 gehabt. Und da weiß ich, dass ich da ziemlich viel rumgewandert bin in den Minecraft-Welten. Also da war ich ja wirklich da ständig auf Achse und habe dann immer mir, wie so ein Biomjäger im Prinzip, habe ich mir da sämtliche Biome angeguckt und auch schöne Screenshots gemacht. Frag mich nicht, wie die Koordinaten sind. Irgendwann hatte ich die mal irgendwo aufgeschrieben. Keine Ahnung, zwischenzeitlich bin ich ja auch umgezogen und da weiß ich überhaupt nicht mehr, was hier Phase ist und was nicht, ja. Deswegen seht es mir nach, ansonsten hätte ich euch das natürlich alles noch gezeigt, ne? Als ich überlegt hatte, dieses Format hier zu machen, dieses Retrospektive, da habe ich gedacht, Mensch, dann läufst du mal genau die Wege ab, die du da damals alle abgegangen bist und zeigst auch alles ganz den detailgetreu im Endeffekt. Nur, da muss ich euch leider enttäuschen, Leute, das geht nicht, weil... Du, was machen wir denn jetzt? Jetzt geht's da... Weil, warum geht das nicht? Ich bringe erstmal den Satz schnell zu Ende. Weil ich kann das unmöglich nachvollziehen, wo ich da damals vor 2 Jahren, vor 3 Jahren dort überall lang gelatscht bin. Ja, das ist unmöglich. Bei so vielen Welten, die ich da erstellt habe, geht das... Wieso geht das jetzt hier wiederum nicht? So. Okay, jetzt, wo geht's denn hier lang? Hier geht's...
Nirgendwo lang. Okay, dann hat sich das schon erledigt. So, dann gucken wir uns mal kurz auch hinten das Häuschen an. Also anscheinend ist das hier eine Map, die gar nicht so groß ist. Ich hätte die jetzt doch schon ein bisschen größer in Erinnerung. Wir hatten gesehen, dass da noch so ein Häuschen war, ne? Als wir da auf dem Steg standen. Das gucken wir uns eben nochmal an. Mal gucken, was das da noch ist. Es war irgendwie da hinten irgendwie. Huh, da hinten. Hier liegt doch ein Ei rum. Prima. Zack. Naja, kommt kein Huhn raus. Gucken wir uns das eben nochmal an. Ich habe da so eine Silhouette gesehen von so einem Haus, als ich auf dem Angelsteg war. Da hinten. Seht ihr das? Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ich schwimme hier einfach mal ganz bequem rüber. Hier so schön bei der untergehenden Sonne. Prima. Ja, wie gesagt, also es ist mir unmöglich, wie gesagt, dieses Vorhaben, was ich ursprünglich vorhatte, zu realisieren, um euch das zu zeigen. Denn ihr könnt das selber mal probieren. Falls einige werden bestimmt noch die ersten Maps, denke ich mal, auf dem PC haben oder auf irgendeiner externen Festplatte oder USB-Stick. Und dann versucht euch mal dran zu erinnern, wo ihr überall lang gegangen seid. Ne? Ich meine, da sieht ein Biom wie das andere aus und es ist ganz selten mal, dass man irgendwie was hat, da wo man sich so dran orientieren kann, so nach dem Motto, ach ja, richtig, da hast du mal was gebaut oder so. Und wenn ihr da nicht die Koordinaten aufgeschrieben habt, ja, dann sieht es dann auch schon essig enddetrennte aus. Und dann darf man nicht vergessen, ich hatte damals eine Mod drauf gehabt, nämlich die Minimap, die Foxel-Map, um ganz genauer zu sein. Und da war das natürlich mit dem Waypoints wesentlich einfacher. Und dann hätte man sich wirklich von A nach B teleportieren können. Das kennt ihr mit den Minimaps, ne? Wenn wir die Waypoints dort gesetzt hatten. Und das haben wir halt nicht, weil es gibt einfach keine Minimap für die 1.9er-Version. Weil ich habe hier hochgefetcht auf die 1.9.2. Selbstverständlich funktioniert das auch. Und naja, jetzt stehen wir hier vor einem Holzblock. Was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Holzblockhaus? Das sieht ja sehr, sehr merkwürdig aus. Das sieht auch eher aus wie so eine, weiß ich nicht, hier Meeresstation oder was hier, so eine Nautic Station. Filmgespenst Inselresidenz. Oh, da nannte ich mich noch Filmgespenst. Also ihr seht, wie alt das hier ist. Können wir erstmal pennen gehen. Du hast nicht die benötigte Berechtigung, diesen Befehl auszuführen. Ja, das war hundertprozentig der Befehl Game Mode 1. Das ist klar, dass der nicht funktioniert, weil das halt eine Survival-Welt ist. So, und hier gibt's, oh, hier gibt's sogar schon ein bisschen, schaut mal. Hier gibt's so ein paar Sachen. So, ich werde mir mal kurz mal was craften, ja, Leute? Ich werde mir mal kurz was craften, nämlich mal einen Kompass. Den nehmen wir uns doch einfach mal mit. Gibt's hier ein Crafting-Table in der Hütte? Ja, tatsächlich. So, und dann werden wir das mal gucken, wo eigentlich der Spawn ist. Ja, das können wir ja einfach mal kurz mal machen. Hier geht es dann noch eine Etage höher. Das müssen wir uns auch mal eben angucken. Was ist das denn hier? Oh, da sind noch mehr Kisten. Okay. Ja, ein bisschen Baumaterial drin. Oh, da ist ein Sattel, ein verzaubertes Buch. Flame, Feuerschutz und Schärfe 3. Damals wusste ich dann, ach guck mal, das wäre sogar ein Kompass gewesen. Da wusste ich noch gar nicht, was mit anzufangen. Ziemlich coole Sache hier. Okay, da ist nichts drin. So, dann schauen wir uns doch mal direkt mal an, wo denn hier eigentlich dieser Spawn ist. Das ist ja schon mal recht interessant. Wo ist denn das hier? Hier ist der Ausgang. Ist da noch was drin? Nee, da war jetzt nichts drin. So, dann wollen wir mal schauen. Wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Und dann gucken wir einfach mal, wo der Spawn sein sollte. Für Notfall können wir uns ja gerne mal hier die Koordinaten kurz mal abchecken. 571, 64, 437, okay, nur für den Fall der Fälle, falls man mal irgendwann noch mal hierher kommen möchte. So, dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, wo die Koordinaten sind und vielleicht bekommt man da auch so einen kleinen Einblick, was wir da eigentlich jetzt nur genau gemacht haben. Das hätte ich mit den anderen Welten eigentlich auch mal machen müssen, da ist mir jetzt dummerweise entfallen. Vielleicht behalten wir das dann mal bei, um mal zu gucken, ja Mensch, wo ist denn da eigentlich jetzt der Spawn gewesen? Manchmal, ich kann mich ziemlich daran erinnern, dass ich auch damals so einer von der Sorte war, der dann auch immer ewig gewandert ist, ja, bis er da irgendwie mal zufrieden war und was gefunden hat. Und ich habe in der letzten Welt ist es mir ganz bewusst geworden, ja, da in der Mesa, erinnert ihr euch? Ich habe ja gesagt, das ist so eine typische Nomadenwelt gewesen und ich möchte nicht wissen, wie viele Kilometer ich da gelaufen bin. Und wenn wir dort durch diese Welt marschiert wären, dann hätten wir immer echt so einen Überraschungsmoment gehabt. So, ja, so nach dem Motto, so Mann, was war denn da los? Wo sind wir denn da lang gewandert? Ja, also da hätten wir bestimmt noch das ein oder andere Bauwerk entdecken können. Irgendwie total verrückte kleine Erdhöhlen oder vielleicht auch mal so ein kleines Häuschen. Also ziemlich interessant. Was ist denn das da für ein Kreuz da dran? Das habe ich da nicht rangemacht. Das ist auch von der Natur aus so. Sehr interessant. Ein geistlicher Fels. So, mal gucken. Die Kompassnadel zeigt in die Richtung. Mal schauen, was da hinter dem Berg ist. Ich habe wirklich null Ahnung. Ich habe mir das auch. Ich gucke mir die Welten auch vorher nicht an, übrigens. Also ich lade die so von Festplatte hier rein in den Ordner.
in den Weltenordner, in diesen Saves-Ordner, wie sie gerade dort reinkommen. Da ist nichts sortiert oder so. Das heißt, wir starten quasi direkt. Das Einzige, was ich mache oder machen lasse, das ist ja ein Automatisierungsprozess, dass die Welten quasi konvertiert werden aus der 1.7.8, beziehungsweise das müsste ja schon eine 1.7.10er-Welt sein, in die 1.9.2er, sprich in die aktuelle. Das hatten wir damals schon gesehen, dass es bis ins Jahre 2011 zurückreicht. Bei manchen Adventure-Maps hat es auch funktioniert. Also es ist machbar. Es ist nur ganz selten mal, dass eine Welt total dann crasht oder so. Aber in der Regel funktioniert das. So, mal gucken. Allerdings verändern sich die Seeds, ne? Das sage ich euch gleich. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Natürlich, die Seeds, die ändern sich. Ansonsten hätten wir natürlich so eine schöne Master-Seeds, die wir noch damals aus der 1.7.2er-Version kannten, hätten wir hier schön benutzen können. So, jetzt geht's hier erstmal irgendwie durch einen Birkenwald. Also anscheinend war das nicht der Spawn gewesen. Dieser Sumpf. Mal gucken, die Kompassnadel zeigt immer noch Richtung Spawn. Wo war das? Was ist denn da oben los? Sind wir hier? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo wir hier letztendlich rauskommen. Also die Zeit haben wir noch. Wir haben auch erst 16 Minuten aktuell laut meiner Uhr, laut meinem Timer. Und ja, das ist ja schon mal interessant hier, oder? Oh, jetzt ist ein Problem, glaube ich, weil hier ist Wasser. Jetzt müssten wir entweder uns ein Boot nehmen oder schwimmen. Wollen wir uns ein Boot schnell bauen? Habe ich eins bei? Nee, müssen wir uns mal schnell mal ein Boot bauen. Na komm, das machen wir jetzt, oder? Ich habe hier leider kein Creative, aber dann machen wir das eben schnell. Bauen wir uns mal schnell ein Boot. Ist ja kein Problem, das kriegen wir hin hier. Da haben wir als Survival-Experten, da sind wir doch hier wirklich bestens ausgerüstet. Ja, hätte ich das gewusst, dass ich irgendwann mal so ein Format mache wie dieses hier, Retrospektive, ja, dann hätte ich die Welten natürlich doch auch mit Cheats gemacht, ne? Dann hätten wir dann auch schön in den Creative gehen können und jetzt hier auf Nitrado alles hochladen. Da habe ich auch keinen Bock, also aus dem Grund, ja, ne, ist ja in Ordnung hier. So, machen wir uns mal ein kleines, ja, Birkenschiffchen hier mal eben fertig. So, ein Crafting-Table brauchen wir natürlich. Und, ja, das machen wir doch einfach mal glatt, zack. Und, ja, dann machen wir uns mal hier ein paar Boote eben, klo, vielleicht brauchen wir ein paar mehr, ne, also ich nehme mal ruhig mal so drei mit hier. So, zack, kann ja nichts passieren. Crafting Table lassen wir da stehen. Dann wissen wir, waren wir schon mal da. So, mal kurz zu Wasser lassen. Zack, und jetzt geht's los. So, wollen wir mal gucken, mal immer der Kompassnadel hinterher hier. Und mal schauen, wo jetzt letztendlich der Spawn ist. Ich habe ja die Koordinaten aufgeschrieben, man kann also immer wieder zurückwandern. Ach, und damals war das noch mit den Tintenfischen so, dass wenn man da mit dem Boot gefahren ist, dass das Boot immer kaputt gegangen ist. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Was ist das denn da? Ist das da eine Mesa? Kann mich da nur gar nicht dran erinnern. Oh Gott, wie weit ist denn das weg? Wie weit ist das hier weg? Haben wir uns wirklich so weit damals entfernt? Der Rofeed Forest sehe ich da. Ach du liebes bisschen. Ob da noch irgendwas gebaut ist von mir? Ich habe keine Ahnung, Leute. So, hier müssen wir dann rüber. Da sehe ich allerdings eine Fackel, Leute, oder? Ist das eine Blume? Ist das eine Fackel oder eine Blume? Ich kann das von hier gar nicht erkennen. Es ist eine Blume gewesen, okay. Moment. Da zeigt jetzt die... Ist hier der Spawn? Ne. Hier ist was abgeholzt worden. Hier sind ein paar Spuren. Jetzt zeigt die Kompassnadel wieder dahin. Was ist da los? Aber mitten im Wald hier. Hier war der Spawn, echt? Es ist immer interessant zu gucken, wo was war da eigentlich los gewesen. Das machen wir hier mal kurz ein bisschen höher. So, verzeiht die Nadel an. Okay, die zeigt jetzt da in die Richtung. Ja, das war jetzt ja sehr blöd. Okay, hier ist eine Höhle oder was? Ne. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, Leute, hier muss der Spawn gewesen sein. Seht ihr? Hier ist aber nichts. Da? Da zeigt's hin. Da zeigt's hin. In diese Richtung. Ja, also hier ist nichts. Ansonsten würden wir es sehen. Das heißt, hier sind wir gespawnt. Dann haben wir uns wahrscheinlich über den Ozean wegbewegt, weil wir gesagt haben, ja, das sieht ja vielleicht ein bisschen... Hier! Da, schaut her! Das ist auf jeden Fall... Da ist er. Hier sind wir gespawnt. So, dann werden wir wahrscheinlich, schätze ich mal, der Gedankengang war der gewesen, dass wir gesagt haben, ja, hier bauen ist langweilig.
Und auf dem Berg hat er wahrscheinlich auch keine Lust gehabt, weil damals mochte ich Berge gar nicht. Und da sind wir wahrscheinlich dann hier einfach über den Teich rüber und haben halt geguckt, so was kommt denn da? Und da kommt dann halt der Sumpf und den fanden wir wahrscheinlich damals irgendwie toll. Ja, das war's dann gewesen, Freunde. Hier ist nicht mehr zu bestaunen. Das heißt, wir haben diese Welt jetzt auch abgecheckt. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen, die durchaus ein bisschen kürzer war als die anderen Folgen, die wir bisher hatten. Und bin schon gespannt auf die nächste Welt, die wir haben. Ein paar haben wir, glaube ich, noch vor uns. Die schönsten natürlich nur the best of. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!